Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 und Igor Loric und dem 1. FC Union Berlin. Wir werden heute höchstwahrscheinlich das letzte Freundschaftsspiel bestreiten. Das Angebot, was wir für Jurchenko abgegeben haben, ist abgelehnt worden. Den wollten wir ja eventuell ausleihen. Und der wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Sie fordern, also hier steht, sie fordern eine monatliche Gebühr von 14.000 und eben eine Kaufoption von 1,2 Millionen. Und das ist schon ein starker Spieler. Ich denke, eine weitere Ausleihe würde uns nicht das Genick brechen. Deswegen werden wir nochmal da anfragen. Monatliche Gebühr von 14.000. Gehen wir mal hier hin. So. Das heißt, er würde uns halt 325.000 kosten. Gesamtkosten. Wäre akzeptabel. Wir müssen halt eben auch das Gehalt komplett kaufen, also bezahlen. Wir bieten mal hier 900.000, was optionale Kaufoptionen angeht. So, verhandeln wir mal. Jetzt wollen die 1,8 Millionen. So, 950.000. Gehen wir mal auf 1 Million. Nicht genug Fortschritte. Dann werden wir ihn mal 1,1 Millionen anbieten. Das wäre auf jeden Fall eine Summe, die stemmbar wäre, wenn wir eben aufsteigen. Angebot machen, genau. Ist das jetzt abgeschickt worden oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen verbuggt aus, aber egal, wir gehen mal weiter, dann sehen wir es ja. Okay. So. Ja, Sascha Horvat. Der wäre halt eben auch ein starker Spieler. 1,3 Millionen würde er kosten, ist schon ein bisschen teuer. Wäre aber auch ebenfalls relativ jung und es gäbe eine Möglichkeit der Leihe. Und der wäre wesentlich günstiger. Machen wir mal hier. Wir fragen mal hier an. Ach, sein Vertrag läuft sogar aus. Nächste Saison, aber gut. 14.000, 14.000 ist in Ordnung. Kostet wesentlich weniger. Und eine optionale Kaufoption. Wir würden mal anfragen bei 600.000. So, wandeln wir mal. 1,7. Gehen wir mal auf 800.000. 1,6, okay, das wird ein bisschen schwierig. 1 Million bieten wir mal. Nicht genug Fortschritte. Gehen wir hier mal auf 1,2, bieten das an. Okay. Ja, gegen Sturm Graz werden wir gleich spielen. Und hier haben wir jetzt, ist da jetzt noch ein Angebot da oder nicht? Lutschenko, doch, das haben wir schon abgegeben. Okay, alles klar, kein Bug. Das hat, war, ist einfach nicht so angenommen. Ah, doch, dann ist es schon ein Bug, aber ist egal. Ist egal. Das Angebot ist angekommen. Das ist die Hauptsache. Damit wir halt da eben noch jemanden haben, dem wir eventuell etwas längerfristig zu uns holen können. Ist ja kein Problem. Wäre natürlich lustig, wenn wir jetzt Horvat bekommen würden. Dann hätte auf jeden Fall auch der Frankie de Jong einen Konkurrenten. Aber wurde akzeptiert. Aber wir können es gar nicht mehr ablehnen, oder wie? Okay. Interessant. Das heißt, er ist jetzt bei uns. Oh, warum nicht? So, also, Pokertets. Oh, ja, wir werden. Also, ich bin normalerweise gegen solche Injektionen. Das kann eher nur schlimmer werden. Deswegen, dann fällt er eben eher aus. Spielbericht von Tyrone Mings. Und Fürstner geht zu Istanbul Basaksehir hier. Okay. Akzeptieren wir. Gute Reise. Hoffentlich wirst du bald wieder gesund sein. Er ist jetzt dorthin gegangen. Ist jetzt 1 Million wert. Okay. Aber wir hatten ja eh Probleme, also
Schon in Ordnung. Angesichts der Tatsache, dass die Fans von 1. FC Union Berlin verständlicherweise unzufrieden waren, als Stefan Fürstenheim klar machte, dass er gehen wollte, rechnen Sie damit, dass so ein Fall noch einmal auftreten wird, jetzt wo er weg ist? Wir werden keinen Kommentar abgeben. Für uns ist die Sache jetzt gegessen, da werden wir nicht weiter drauf rumreiten oder irgendwie dann noch irgendwie Öl ins Feuer gießen oder sonst wie. So. Ja, wir geben uns zurückhaltend. Die meisten sind einsatzbereit. Glücklich sind auch die meisten. So, Horvath kommt jetzt auch noch. Okay, also wir haben jetzt sowohl Horvath als auch Jurchenko. Schön. So, wer soll Vizekapitän werden? Wir schauen mal nach der Führungsqualität, also Führungsqualität, ja genau. Pogatetz, Sami, Gspornik, Sponing, ja, Toni Leistner, der gut, der ist Kapitän oder nicht? Dillner, Malouda könnten wir da nehmen, denke ich. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Das ist ein Weltstar, also ein ehemaliger Weltstar, ein ehemaliger großer Star. Ich denke, das war gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich denke, das können wir machen als Vizekapitän. Das ist ein klares Zeichen. Wir geben ihnen auch ein bisschen Verantwortung. Okay. Sind die anderen jetzt noch schon da? Nein, die sind noch nicht da. Das müssen wir trotzdem akzeptieren. Okay. Gut. Ich mache mal weiter. Wir wollen auf jeden Fall noch ein Spiel in dieser Folge machen. So, Juniorenverbandspokal, ja, haben wir ein bisschen Geld bekommen, wir waren aber eh nicht mehr drin. Waren ja, glaube ich, relativ früh rausgeflogen. Aber gut, das passiert halt eben mal. So, und da sehen wir schon, das erste Ligaspiel nach der Pause ist auch schon nicht mehr so weit. So, hier haben wir Marc Matteo, der für 300.000 zu haben war, der gar nicht mal so schlecht ist. Also, das ist ebenfalls jemand, der eventuell möglich ist. Der wird ja noch weiter beobachtet, dann ist das ja gut. Jasula. Ja, da warten wir noch ein bisschen, wie sich das eben jetzt mit Jurchenko und eben Horvath entwickelt. Was da jetzt draus wird. Oder sind sie da und ich habe sie nicht gesehen? Ne, die müssen ja normalerweise dann auch so gelb markiert sein. Die müssen nicht... Aha, okay, hier, Horvath. Er würde jetzt hier kommen. Wir hätten eine Kaufoption von 1,2 Millionen... Gehaltstechnisch ist das überhaupt kein Problem. 180.000, das ist fast gar nichts. Und das wäre halt eben auch nochmal ein, ja, etwas kleinerer Spieler. Wir sehen ja, 1,64 ist der groß. Spielt gerne Doppelpässe. Und ja, ich denke, das können wir auf jeden Fall mal so ausprobieren. Ist, denke ich, kein Problem. Der ist sehr, sehr, sehr jung. Akzeptieren wir. Bei Jurchenko schauen wir gleich nochmal auf die Finanzen, ob das sich lohnen würde. Wir müssen die Kaufoption nicht ziehen, wir können sie aber ziehen. Und Frenkie de Jong werden wir ja höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Deswegen, wären das schon zwei gute Alternativen, weil das ja schon starke Spieler sind. Und warum sollten wir das nicht nutzen? So, Horvath ist da. Die Fans, die sind größtenteils begeistert. Sehr schön. Okay. Ja, unser nächster Gegner. Ja, die spielen hier auch sehr, sehr stark hier gegen Wolfsberger AC, wenn ich mich nicht täusche. Ja, oben steht es ja. So, Thibaut ist verfügbar. Nee, Vertragsangebot machen wir jetzt nicht da. Könnten wir natürlich scouten, aber nein, das ging ja nicht, aber... Einfach so blind jetzt irgendwie da unterschreiben. Ich glaube, der gute Igor ist da kein Fan von.
Der hat eine klare Vision und die will er auch irgendwie umsetzen. So, Erfurt gegen Mainz. Gegen Zweite von Mainz, Asani, kriegt da Spielpraxis. Das ist sehr schön. Ich hoffe dann auch in der Liga. Oder doch, das war glaube ich sogar die Liga. Das müsste die dritte Liga gewesen sein. Das war kein Freundschaftsspiel. Gut, dann ist ja gut. Hatte glaube ich auch eine 6-8er Bewertung. Also auch nicht so schlecht. Wir machen auf jeden Fall in dieser Folge dieses Spiel. Da führt kein Weg vorbei. Ich fände es jetzt blöd, wenn wir jetzt hier einfach sagen, oh, darum gibt es halt kein Spiel und irgendwie sonst wie. Das ist halt jetzt die Frage, wie sieht es aus mit Juchtschenko? Luka Jovic wäre zur Ausleihe verfügbar. Den wollten wir doch unbedingt gerne mal haben. Ah. Okay, wir müssen jetzt erstmal, und wir haben hier, Ferguson schließt Intensivsprachkurs ab. Er spricht jetzt nun fließend Deutsch. Sehr schön, wunderbar. Okay, wo haben wir Finanzen? Na, diese Saison haben wir 2,6 Millionen Verlust gemacht. Das ist natürlich doof, aber da kann man halt eben nichts machen. Größtenteils durch die Transferausgaben. Wenn die weg wären, wären trotzdem halt eben die Spielergehälter und die Beratergebühren, die sind halt eben auch sehr hoch. Gehaltsbudget, da sind wir schon ein bisschen drüber, das müssen wir mal ein bisschen anpassen. So gehen wir mal, können wir nicht auf 15 Millionen. Okay, dann gehen wir mal so. Gut, wir brauchen aber eventuell, da müssen wir echt mal schauen. Machen wir das mal so. Dann sind wir da auf jeden Fall wieder im Grünen. Gibt es noch Spieler, die wir verkaufen müssen? Kessel, den würde ich gerne noch verkauft bekommen, selbst wenn es für einen günstigeren Preis wäre, weil er möchte ja gehen. Er will auch den Vertrag nicht verlängern, also können wir ihn da auch nicht länger gebrauchen. Ansonsten halt eben Kolhoff zur Ausleihe, aber das würde jetzt auch nicht so viel Geld jetzt einnehmen. Und ich bin jetzt auch nicht so auf dem Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt müssen wir irgendjemanden unbedingt verkaufen. Ja, das Problem ist also Jovic wäre wirklich schon eine sehr starke Verpflichtung. Gerade im offensiven Bereich, der würde uns da höchstwahrscheinlich sehr bereichern. Freigabeklausel von 45 Millionen. Das zeigt schon, was das für ein starker Spieler ist. Er wäre auch mit Anhieb dann der stärkste Stürmer. Aber ich glaube nicht, dass wir den holen können. Der würde einfach das Gehaltsgefüge so sehr sprengen, das geht nicht. Wir werden ihn mal beobachten. Vielleicht ergibt sich ja eine neue Situation, aber wir dürfen da auch jetzt nicht übertreiben. Deswegen da müssen wir auch schauen wegen Juchtschenko, ob das schon mit reingerechnet ist. Das weiß ich eben nicht. Ob das hier schon vorher mit reingerechnet wird, also alle geplanten Ausgaben oder nur die, wo jetzt schon da sind. So, Brunner, ja, schön. Juchtschenko, den könnten wir für 1,1 Millionen holen. Das wäre auch, also klar, jeden können wir nicht holen. Das ist logisch, aber das wäre schon ein sehr, sehr starker Spieler. Schaut euch den mal an. Also, das ist niemand, der davon irgendwo herkommt oder so. Ich glaube, das ist schon mit einberechnet. Wir werden annehmen, akzeptieren und haben damit Juchtschenko ebenfalls in unserem Kader. Und ja. Das ist schon einen ordentlichen Kader, den wir jetzt hier haben. Und ich hoffe, wir werden mit diesem Kader in die erste Bundesliga aufsteigen. Zumindest wirklich hart darum mitkämpfen. Und uns nicht vorzeitig verabschieden. Ich denke, das sind starke Verpflichtungen hier von Igor Loric. Ja, die Fans, die sind hier natürlich brutalst begeistert. 75%. 2,6 Millionen ist der Wert. Ja, Gehaltsvorstellungen sind schon bombastisch.
Man könnte fragen, wir fragen mal nach, ob hier eine Ausleihe möglich ist ohne Gehalt. 50% würden die machen. Gehen wir mal auf 30%. Gehen wir mal, ja, Stammspieler, das ist, denke ich, in Ordnung. Die fahren wir mal. Wir wollen mit 200.000, 200.000. Ja, nee, lassen wir jetzt erstmal. Kein Angebot für Kessel. Und so. Ja, Nixi. Machen wir unser Freundschaftsspiel. Wir sind bereit. Wir spielen mit einem 4-4-2. Und wir schauen mal. Wir werden direkt mal Horvath und. Na, wen, wo tauschen wir da mal? Da können wir mal Kolhoff auswechseln. Miochenko tauschen wir mal hier gegen Frenkie de Jong. Okay. Und wir lassen mal. Nee, ansonsten lassen wir da auch relativ die Startelf gehen, aber lassen hier mal eben Juchtschenko mal mitspielen. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir, also ich denke, jetzt werden wir nichts mehr am Kader da ändern oder sonst wie. Also das ist schon ein sehr, sagen wir, einen üppigen Kader. Das war ja eigentlich nicht das Ziel, aber ich denke, Igor Loric hat da sich doch schon mal ein wenig den Kader angeschaut und hat sich gedacht, ja, da müssen wir doch ein bisschen was machen. Wir sind Favorit. Okay, das ist ja schon mal schön. Okay. Ja, wir gehen direkt mal bei den Anweisungen. Zulechner wollten wir decken und immer schön tackeln. Und die anderen sind, glaube ich, nicht im Kader. Wir decken mal nur ihn hier. Ist ja auch kein Problem. Also lassen Petersen hier sprechen. Ja, Plätze sind zu vergeben. Ja, wenn der immer das Gleiche sagt, ist klar, dass dann hier Toni Leistner und Jutschenko dann nicht gerade. Ja, wobei er. Wir gehen mal auf Kontern und beginnen das Spiel. Also eine Verpflichtung von Horvath sehe ich aber realistischer als die Verpflichtung von Jurchenko wegen dem Gehalt. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht gibt es hier ein Wunder. Okay. Erster langer Ball und krass, aber Zain Lau hat den Ball. Jetzt muss er da gegen ganz viele Spieler alleine kämpfen. Muss zurückspielen, der schießt. Hätte man besser lösen können. Aber gut. Geben wir ihnen erstmal die Chance, was zu machen. Juchtschenko bringt den Ball rein. Und Leistner haut den Ball weg. Also, der haut den ja komplett daneben. So. Und der Götz. Busk. Schickt ihn mal. Ja, keine Ahnung wohin. Relativ unnötig, nach meiner Meinung. Und Inche ist da. Und dann ja, können sie sich nicht richtig absprechen. Und ja, dann Grinser. Oder Krienza. Macht dann hier das 1-0. Das war sehr, sehr doof. Hier Fehler von Inche und Zain Lao, glaube ich. Muss es gewesen sein. Hier sehen wir es nochmal, ja. Weil die wahrscheinlich so gegenseitig gesagt haben, nimm du ihn, nein, nimm du ihn, nein, nimm du ihn, nein, nimm du ihn. Und ja, ihr wisst. Und dann hat sich dann halt eben einer der gegnerischen Spieler gedacht, so, okay, dann nehme ich ihn. Hoffen wir mal, dass wir das hier wieder ausbügeln können. So, sehr schöner Ball, aber leider aufgehalten. Malouda ist da, hat den Ball. Pedersen, Juchtschenko. Und mit seinem Lau schön auf Pedersen. Spielt nochmal ab, Juchtschenko. Juchtschenko schießt an die Latte. Oh mein Gott. Das war ein sehr schöner Versuch. Wenn sich da direkt mit Distanzschüssen einbringen. Gut, wenn die so sind, dann ist das ja natürlich nicht verkehrt.
So, Inche macht das gut. Juchtschenko. Schwierig. Boah, sehr schön durchgesteckt. Zainulau schief drauf, aber geht leider daneben. Ja, der Zainulau, der hat momentan so ein bisschen Abschlussprobleme. Seitdem er sozusagen der einzelne Stürmer ist. So, Götz. Inche schießt da ganz drauf. Ja. Keine Ahnung warum. Wir haben bis. Ja, wir haben doch schon viel mehr Ballbesitz. Passgenauigkeit von Krass lässt zu wünschen übrig. Maluda macht das gut. Kreilach. Zainulau. Quiring. Haben wir Inche. Juchtschenko. Kreilach. Inche. Haben wir Juchtschenko. So, steckt durch. Kreilach. Sehr schön. Jetzt muss er reinschießen. Aber Schützen. Aua, hält den Ball. Okay, wir machen Druck, das ist schon mal gut. Eckball, Zainulau, bringt den Ball rein. Quiring kommt dran, spielt auf Zainulau, der köpft nochmal auf Quiring. Juchtschenko, und reinspielen, klappt nicht, schade. Okay. Unsere Passgenauigkeit, die ist in Ordnung hier. Knapp bei 80%. So, Pedersen. Schöner Ball hier rein. Götz will da nochmal reinspielen, schafft er aber nicht. Und jetzt eine Kontermöglichkeit hier für Krass. Boah, sehr stark gemacht hier von Pedersen. Und er hält den Ball in der Partie. Also, der gibt sich hier auf jeden Fall alle Mühe. Ah, schwacher Pass von Juchtschenko. Leistner. Juchtschenko. Reilach, dann der Quiring. Liegt ab auf Kreilach, dann der Juchtschenko, der müsste durchspielen. Zainulau. Und er macht ihn schon wieder nicht rein. Und es gibt sogar nicht mal Eckball, sondern Einwurf. Wir sind von den Spielanteilen sehr, sehr überlegen. Vor allem, was mich freut, ist halt eben diese Kopfballstatistik. Oh, das war sehr gefährlich. Denn ich hatte ja in einem Video zeigt, dass gerade was die Kopfbälle angeht, dass wir da sehr, sehr schwach sind. Ich bin mir relativ sicher, das hat viel damit zu tun, dass wir jetzt eben diesen Spieler haben, Rohan Ginche, der einfach da doch sehr, sehr groß und stark ist und dann eben die Kopfbälle gerade im zentralen Bereich gewinnt. Boah, sehr stark von Götz gemacht. Aber dann leider Querung mit Fehler. Langer Ball ins Nichts. Ginchec muss aufpassen. Macht er gut. Dann haben wir Inche, Juchtschenko, Götz, Zainulau. Also Quiring, Kreilach, sehr schön. Götz wieder da durch auf der rechten Seite. Götz bringt den Ball rein. Zainulau macht das 1:1. Sehr schön. Geht doch. Wunderbar. Also das ist auf jeden Fall ein guter Angriff gewesen. Wie gesagt, der Götz, der gefällt mir da sehr, sehr gut. Also wie der da durchspricht, das ist, das hat schon, ja, das ist schon ordentlich. Also, ja, Zainulau, der ist jetzt hier doch durch. Selbstgefällige Menschen, ja, passiert immer mal. So, Pedersen, dann sprich mal die bitte an. Ja, macht weiter so, ihr könnt noch immer gewinnen. Leisner schaltet ab und Quiring schaltet ab. Wir nehmen mal Juchtschenko raus, der nach meiner Meinung so eine, ja, so eine Lala-Partie gemacht hat. 6,8 ist jetzt zwar nicht schlecht, aber manche Sachen haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Da lassen wir mal Horvath ran. Okay, und Maluda nehmen wir ebenfalls raus. Und bringen dafür Ferguson rein. Ja, Ferguson darf dann auch mal, und Sami holen wir raus gegen Leistner. Dann starten wir mal. Zweite Hälfte. Ich hoffe doch, dass wir dieses Spiel noch drehen können. Das ist eben auch sehr schön, was man hier immer sieht. Inche lässt sich halt eben nach hinten fallen. Dann wird das zur Dreierkette. Ferguson. Ja, der bringt den Ball rein. Zainulau. Inche macht das sehr schön. Er kann sich eben nämlich solche verlorenen Bälle wiederholen.
Torwart Zainunau spielt da durch, aber schade, der Ball war nicht genau genug. So ein langer Ball, Krailach steht jetzt sehr weit vorne. So, Krailach, da haben wir Quiring, der kommt da tatsächlich, ah nein, tatsächlich doch nicht. So, jetzt fehlt natürlich Götz da hinten, aber weil eben, ja, Sami hat hier gut aufgepasst. So, Ferguson, Horvath, da haben wir Krailach. Zainulau, da haben wir Inche. Der macht das sehr, sehr gut. Der ist so ein zentraler Anker da hinten. Oh, ein starker Ball jetzt hier nach vorne zu Lechner. Und Busk kann den Ball abwehren, ja. Konnte ihn parieren, sehr schön gemacht. So, Busk hat den Ball. So, Ferguson. Zainulau, da haben wir Pedersen. Boah, lässt ihn erstmal abprallen. Und so, Keiler. Da haben wir Götz. Der spielt ab. Horvath. Schön auf Zainulau, aber der, ja, der braucht zu lange. Da zwar ein bisschen, ja, hart gemietet. Keiler. Ding mal noch Leute rein. Hosnier bringen wir mal rein. Inche tauschen wir mal wieder gegen Krailach vorher und bringen dann Groß rein. Und Hedlund bringen wir gegen Quirin ins Spiel. Den Torwart brauchen wir jetzt nicht auszuwechseln. Macht man zwar auch häufiger mal in Freundschaftsspielen, aber ah, ich weiß nicht. Oh, Sami. Oh mein Gott. Was ein Kopfball. Und der geht nicht rein. Und Götz zieht da durch. Eieieiei. Also es sieht gut aus. Wir sind auf jeden Fall wieder überlegen. Das freut mich. Ich hoffe, das können wir so auch in der Liga übertragen. Groß ist durch. Der müsste schießen. Schießt aber doch deutlich daneben. Er hätte mit rechts schießen müssen oder halt eben mit links so locker reinschlenzen. Schade. So, Horvath. Da haben wir Groß. Ferguson. Da haben wir Horvath. Pedersen. Sehr schön, der muss jetzt reinflanken. Pedersen bringt den Ball rein. Groß. Übers Tor. Wieder eine sehr, sehr starke Leistung. Wir gehen mal von Kontern auf Kontrolle. Also Kontern gefällt mir eigentlich relativ gut, aber wir versuchen mal das Spiel noch mehr zu kontrollieren. Hosnier. Ferguson, da haben wir Hosnier. Groß, Horvath. Er will schießen. Das war keine gute Idee. So, Sami macht das sehr, sehr stark. Horvath, langer Ball auf Hosnier. Hosnier schießt. Oh, was für ein Tor. Meine Güte. Also, das war ein Kracher. 2-1, wir haben das Spiel gedreht. Sehr stark gemacht hier, nimmt den Ball dann mit, zieht ein bisschen weiter nach rechts und dann nimmt einfach vollkommen Maß und haut da rein. Also, ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Das war sehr, sehr gut gemacht. Wir haben auch wirklich alle Spielanteile, abgesehen von den von den gewonnenen Tacklings, aber dafür haben wir eben die anderen Dinge doch sehr deutlich auf unserer Seite. Und Groß, 3-1, sehr schön. Ja, jetzt läuft es. Das war wieder eine sehr schöne Kombination. Horvath macht das sehr gut, Hosnier lässt ihn durch auf Groß, also spielt ihn durch auf Groß und der macht ihn diesmal rein. So gefällt mir das. So, Götz versucht wieder über die rechte Seite. Aber sie versuchen jetzt erstmal einen Angriff aufzubauen. Ja, natürlich, Götz musste da erstmal zurücklaufen. Hat aber schnell getan. So, Schmied. Spielt er auf Koch. Und da kommt der Ball nochmal rein. Ah, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Boah.
Das war knapp. Fast hätten wir nochmal das 3-2 bekommen. So, langer Ball nach vorne. Puncic ist da. Muss aufpassen, keinen Blödsinn machen. Gut, Kreilach, da haben wir Groß. Horvat, Hosnier, Groß. Horvat. Schön auf Groß. Groß zieht nochmal durch. Groß schießt, aber geht daneben. Schöne Möglichkeit. Und die Fans, die haben auch gejubelt, sobald der Ball mal so abgespielt wird. Ist ja auch schön. Versuchen es halt eben mit Kurzpässen. Oh, Hosnier hat einen Schlag abbekommen. Schnittwunde am Schienbein. Ja, es ist leider ein Angriff, aber wir können ihn leider nicht rausnehmen. Das ist natürlich doof. Natürlich, wir könnten den Torwart dorthin stellen, aber nee. Schienbeinverletzung, ja, der muss leider durchhalten. Lassen wir es erstmal so. Hedlund wird gestoppt. Also Kreilach. Horvat, da haben wir Groß. Horvat. Groß. Hosnier, sehr stark. Hosnier. Das wäre ja wieder so ein krasses Distanztor gewesen. Hoffen wir einfach mal, dass Hosnier da nicht schlimmer verletzt wird. Wir lassen sagen, wir so weiterspielen. Ederson, ja, Ferguson, Kreilach, da haben wir Hosnier. Oh, der wird da jetzt nochmal hart hingegangen. Also, die gehen da jetzt richtig hart drauf. Finde ich jetzt nicht so schön. So, Groß, lang. Hedlund sehr stark gemacht. Groß, Hedlund. Da haben wir Götz. Boah, sehr stark gemacht von Götz hier. Wieder Horvat, da haben wir Hosnier. Hosnier, ja, diesmal geht er dann doch deutlich daneben. Aber gut. Und wir dürfen nicht vergessen, wir spielen hier gegen den ersten der österreichischen Bundesliga. Also das ist auch nicht irgendwie ein No-Name oder sowas. Oh, jetzt sagen wir mal den Möglichkeit, aber. Gut, ob sie jetzt mit Startelf gekommen sind, ist jetzt auch eine andere Sache. Das ist immer halt die Frage. Aber ich bin der Meinung, wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt jetzt schon. Also schaut euch die Anteile an. Ja, gut, Bus gerade den Ball. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir die Rückrunde stark, also dass wir bei der Rückrunde stark abschneiden werden. Und das Spiel ist vorbei. 3-1 Sieg für uns. Sehr schön. Ja, lassen wir hier Pedersen mal die Ansprache abhalten. Ja. Der ist erfreut. Er redet mal wieder im vorsichtigen Ton, aber da kann man, da können sie ruhig alle extrem begeistert sein. Sehr schön. Wunderbar. Na, gucken wir mal noch. Ja, wir sind hier sehr, sehr überlegen gewesen. Hosnier 5 bis 9 Tage. Okay, ist in Ordnung. Dann wird er halt eben gegen Fortuna Düsseldorf pausieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Football Manager 2017 gegen, ja, gegen Fortuna Düsseldorf in der nächsten Folge. Mit Union Berlin und Igor Loric, das war's von eurem Kumpas Bambuso.